Expertenarbeit als Experiment mit Gabi, unserer lieben Kamerafrau, mal vor der Kamera mit Zuza, unserer Vorstehhündin, slowakisch Raubart. Die ist mittlerweile 6-jährig und wurde noch nie auf Fährte bzw. auf Schweißarbeit geführt. Selbstverständlich im Welpenalter hat Gabi den Aufbau gemacht. Da kommen wir noch zu sprechen davon, aber dann einfach nichts mehr. Und jetzt mittlerweile, inzwischen ist sie 6 Jahre alt und wir haben eine Übernachtfährte gemacht. 24 Stunden alt, Rehschweiß genommen, gespritzt und nicht eine allzu lange Fährte gemacht, nur ungefähr 120 Meter, weil uns einfach mal interessierte, was macht Zuza auf der Fährte? Und ihr seht es selber, es ist einfach nur wie ein Wunder. Es ist phänomenal. Wir sind schwerst beeindruckt ab der Arbeit von Zuza. Die ist so hartnäckig dran, wie man sich das natürlich als Hundeführer einfach nur träumen kann und wünschen kann. Klar, Gabi hat, als Zuza ein Welpe war, den Aufbau erarbeitet mit Futterfährten, Schleppen und so weiter und so fort. Und das hat sicher das eine mitgebracht, dass die Zuza jetzt so super, super arbeitet. Das andere ist natürlich, vielleicht ist sie einfach ein Naturtalent und wäre prädestiniert gewesen für solche Arbeiten zu machen. So, hier hat noch der Rehbock gefegt. Es ist Anfang Juli, also das beginnt natürlich schon mit der Revierabstecken bei den Rehen, weil die Brunft vor der Türe steht. Also das heißt, da war auch Fremdwitterung unterwegs auf der Fährte, dadurch Ablenkung, das sieht man auch das ein und andere Mal. Aber Zuza weiß den Auftrag zu nutzen und setzt ihn auch um. Und einfach, ich wiederhole mich nochmal, so in einer Präzision, so in einer Hartnäckigkeit, so in einer genialen Geschwindigkeit, dass es einfach nur traumhaft ist. Zuzuschauen, den Hund zu führen, auch bei diesen harten Verhältnissen, nicht nur Ablenkung durch Witterung, sondern halt auch unglaublich trocken mittlerweile. Und der Hund läuft einfach. Ja, also, das wollten wir euch einfach wirklich nicht vorenthalten. Wir haben uns überlegt, das Filmchen müssen wir einfach veröffentlichen, weil sowas von genial ist, finde ich jetzt. Und vor allem, weil der Hund nie auf das gearbeitet wurde. Selbstverständlich wird der Hund daneben unglaublich viel gearbeitet. Er wird auch jagdlich eingesetzt, aber der Bedarf, weil wir halt den einen und anderen Schweißhund noch haben, war nicht da, dass man mit Zuza halt auch auf Schweiß arbeiten musste. Aber was nicht ist, kann noch werden. Ich glaube, Gabi ist da ein bisschen angefixt. Ihr hat es auch Riesenspaß gemacht. Und ich glaube, das ist nicht die letzte Fährte. Es bleibt doch spannend, ob man das dann auch ausbauen kann, halten kann erstmals und dann ausbauen kann. Und wenn ihr gucken wollt, wie Gabi den Aufbau bei Zuza als Welpe gemacht hat, geht doch unbedingt das Filmchen Urlaub mit unseren Hunden in Frankreich 2017 anschauen. Da ist das ganze Filmchen einfach nur zuckersüß. Und in der Zeit 10 Minuten 08 Sekunden seht ihr auch einen kleinen Ausschnitt vom Pferdenaufbau. Jetzt hier kommt das, was immer und jedem mal passieren kann. Der Schweißriemen verhärtet sich, dann muss der Hund geduldig halt warten können, bis der Riemen wieder gelöst ist. Zuza kann meistens gar nicht so geduldig warten, da muss wieder was gehen. Und wenn jetzt auf der Fährte nichts mehr läuft, dann hat sie Plan B, guckt schon mal. Ui, und das Aufwerfen war auch nicht ganz erste Sahne, Frau Kamerafrau. Aber
wenn dann Gabi wieder weiß, wie und was weitergeht, dann ist es für Zuza wirklich kein Problem mehr. Die hält, nimmt die Nase wieder nach unten, läuft wieder in ihrem Tempo weiter. Ich flipp selber fast aus. Also, wir wollten das euch unbedingt mal zeigen. So, jetzt ist Gabi dann schon fast am Ende, beziehungsweise Zuza von der Fährte. Schweißfährte über Nacht, 24 Stunden, ca. 120 Meter, am Ende eine Decke, ihr Futter und sie ist wirklich verfressen und dann natürlich Spiel. Und was man dann nicht mehr sieht, Gabi spielt dann mit dem Frisbee und das lockert die Zuza natürlich enorm auf. Also zwei-, dreifach bestätigen am Ziel, dann hat man auch einen Erfolg. So, nur weiter so, liebe Kamerafrau, liebes Gabi, das ist ja genial. Ich wünsche euch in dem Sinn ganz viel Spaß beim Umsetzen, bleibt gesund und immer schön negativ. Tschüssi, ciao, ciao.